Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Mr. Ron Moritz. Schön, dass du da bist. Hi. Wir haben heute zwei Kameraperspektiven. Hier eine Kamera, da eine Kamera. Wir haben unsere Sendung veredelt. Und darum geht es heute auch um ein Edelmetall, um die Veredelung des Bewusstseins, die Steigerung des IQs und eine spannende Geschichte, nämlich das Thema Gold steht heute im Fokus. Und da will ich gleich mal einleiten mit der Geschichte. Wüsstet ihr überhaupt, wie Gold entsteht? Dass Gold Sternenstaub ist? Was sind Sterne? Es sind Sonnen, die irgendwann explodieren und dann gelangen überall in die Galaxie kleine Goldpartikel und die setzen sich an ganz bestimmten Orten auf dem Planeten nieder. Und das ist natürlich heiß begehrt, denn was assoziiert ihr mit der Sonne? Klarheit, Licht. Manche sehen in den Sonnen auch Engelwesen. Das ist auf jeden Fall die Basis allen Lebens. Und genau deswegen wurde Gold in allen Weisheitstraditionen, in allen Kulturen schon seit jeher verehrt, weil man wusste, es kommt von der Sonne. Okay, dann mache ich gerade hier mit dem anderen Bild weiter, wo wir eigentlich einleiten wollten, nämlich mit der Jesusgeschichte. Weihrauch, Myrrhe und Gold hat das Christuskind schon bekommen zu seiner Geburt. Man kann heute auch ganz andere Dinge davon ableiten, nämlich was hat das mit dem Bewusstsein des Kindes gemacht? Moritz hat zum Beispiel sehr viele Erfahrungen mit den ätherischen Ölen von Weihrauch und Myrrhe. Gold gibt es als ätherisches Öl jetzt nicht, aber Weihrauch und Myrrhe könnten auch ätherische Öle gewesen sein. Was machen die denn zum Beispiel? Weihrauch und Myrrhe sind tatsächlich auch, haben ähnliche Wirkungen wie Gold. Gold ist ja generell ein sehr breit gefächertes Mineral. Es hat sowohl sehr viel mit der geistigen Leistung zu, also mit der mentalen Leistung zu tun, als auch mit der körperlichen Funktion. Und Dinge, die man auf jeden Fall zusammenpacken kann bei Gold und Weihrauch und Myrrhe, ist zum Beispiel, dass es gegen Darmentzündung gut hilft, wie wir hier sehen. Gegen Herzentzündung, alles was mit dem Herz zu tun hat, das ist entzündungshemmend, das ist beruhigend, das ist ausgleichend. Das würde ich damit assoziieren. Und es sind einfach schon Dinge gewesen, die ja schon im Altertum bekannt waren, dass es einfach sehr heilsame Wirkungen hat, Was Exklusives. Was Exklusives. Das war schon damals was Exklusives. Es ist was Exklusives. Jeder von euch feiert es. Meine Frau liebt es. Sie hat hier alles aus Gold in der Wohnung. Natürlich nur vergoldet. Aber es geht um den Look, diesen Glanz, dieses gelbe Scheinen, was wir auch von der Sonne kennen, um die Veredelung des Geistes. Und da fangen wir jetzt mal an. Und zwar steigen wir mal ein, was macht denn Gold tatsächlich im Körper? Es steigert massiv die Gehirnleistung. Wieso wird Gold in allen möglichen Prozessoren, in allen möglichen, in diesen Handys zum Beispiel oder hier in dem Fernseher oder in Computern verbaut? Weil die Informationsübertragung einfach besser ist. Das heißt, ihr denkt schneller, ihr trefft bessere Entscheidungen, ihr seid klarer, ihr habt eine bessere Wahrnehmung, eure Klappen gehen so ein bisschen auf, ihr veredelt und vergoldet euren Geist. Ja, ganz genau so ist es. Tatsächlich haben Studien ergeben, wenn man Hochdosen an kollodialem Gold zu sich nimmt, also die bestverfügbarste Form, hat man nach 4 Wochen eine Steigerung des IQs um 20%. Natürlich nimmt es nach der Zeit auch wieder etwas ab, wenn man es nicht mehr nimmt. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass nicht alles über den Urin ausgeschieden wird, sondern dass auch was auf Dauer ins Gehirn und generell in den Körper eingebaut wird. Weil wenn man erstmal Erfahrungen mit diesem Mineral macht, einfach für sich selbst, dann sieht man, anfangs hat man extreme Effekte, man ist extrem aktiv, die Denkleistung nimmt zu, die Klarheit nimmt zu. Das liegt auch daran, dass Gold sehr, sehr viel mehr Sauerstoff ins Hirn bringt, ähnlich wie Zedernholz zum Beispiel oder auch Weihrauch oder Myrrhe. Das sind auch so Harze, die auch sehr gut für die Hirnleistung sind, da eher im entspannenden Sachen, aber es bringt auch mehr Sauerstoff rein. Ja, genau, das ist zu Gold zu sagen und deswegen steigt jetzt auch so gut die Gehirnleistung. Richtig. Es bringt auch eine bessere Verbindung zum Unterbewusstsein, ja. Also die Heiligen Drei Könige, hatten wir ja schon erwähnt, haben das Gold dann dem Christuskind mitgebracht. Wir haben hier noch Auszüge aus unserem wunderbaren Büchlein hier. Und da wird aber auch über Gold ein ganz anderer Ansatz verfolgt, nämlich viele von uns leiden an Depressionen, an viele Begriffe, die Moritz und ich so kaum kennen. Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit, Antriebsarmut, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Bedrücktheit, innere Leere, Müdigkeit, Angst und nervöse Unruhen machen sich bei immer mehr Leuten bemerkbar. Hier wird erzählt, dass es 4 Millionen in Deutschland sind. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Was Gold da einbringen kann, was kann Gold da machen? Gold ist ja auch so ein bisschen, die Farbe davon ist gelb, lichtvoll,
erquickend, wie wenn man die Sonne sieht, man ist einfach, es bringt eine gewisse Lebendigkeit in einen rein und so ist auch Gold. Es erhält den Geist, man ist besser drauf, es macht ein helleres Gemüt, man ist leichter drauf, man ist smoother, es schüttet auch definitiv mehr Glückshormone aus. Es wird bei Depressionspatienten in den USA verwendet. Die Sache ist halt, Gold ist in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel illegal oder auch in der EU, also von der EU ist es vorgeschrieben, dass illegal ist. Das Spannende ist, in den USA sind all diese Edelmetalle, also Gold gehört ja zu den Edelmetallen, das ist das erste Edelmetall, was wir jetzt hier behandeln. Und das Besondere an diesen Edelmetallen ist, dass sie eine besonders hohe katalytische Aktivität haben. Sprich, wenn wir ein Enzym bauen, also der Körper ein Enzym baut mit diesem Mineral, hat es ungefähr im Vergleich zu Quecksilber, das die niedrigste katalytische Aktivität hat, das 100.000-fache an Wirkleistung, an enzymatischen Prozessen, die umgesetzt werden können pro Sekunde, sag ich mal, ja. Und dadurch sieht man schon, dass es einfach eine extreme Aktivität in den Körper bringt. Extrem viele Stoffwechselprozesse, die vorher gar nicht so möglich waren, können durch diese extreme Stoffwechselleistung angeregt werden. Deswegen ist es nicht nur bei Depressionen oder solchen Dingen oder bei Dingen, es ist wirklich ein Allrounder. Allein dadurch, dass es so eine hohe enzymatische Aktivität hat. Es wird auch bei Rheumapatienten angewendet, bei Akne, bei Arthrose, bei Gicht, bei Infektionen und Arthritis. Das sind aber nur Erfahrungen aus amerikanischen Kliniken. Das sind natürlich jetzt hier keine Health Claims oder so und wir müssen uns natürlich auch definitiv davon distanzieren, dass sowas überhaupt neu anhält. Ganz genau. Ganz wichtig auch wieder Erfahrungswissen reinzubringen. Eine gute Freundin von uns hat eine Mutter und diese Mutter hatte akute Schmerzen. Was hat sie? Gelenkschmerzen? Ja, Gelenkschmerzen, Rheumatoide Arthritis, Bewegungsschmerzen und so weiter. Und da kann auch schon Gold sehr, sehr gut helfen, weil das ja auch... Es hängt ja auch meistens dann, wenn man Rheumatoide Arthritis hat und so, ist ja auch der Faktor wieder mit schlecht drauf sein, wenig Glückshormone, wenig Euphorie im Leben, sag ich mal so. Und da kann Gold einfach eine sehr, sehr gute Abhilfe schaffen. Man sieht ja auch, es wird schon Goldstaub tatsächlich, die benutzen nicht mal Kolloide, in amerikanischen Kliniken angewendet für die Krebstherapie, weil es einfach auch so eine hohe enzymatische Aktivität hat. Da sind wir wieder bei den Edelmetallen. Das wird selbst in Deutschland angewendet, zwar mit einem anderen Edelmetall, was noch eine höhere enzymatische Aktivität hat, nämlich Platin. Allerdings nur, wenn man gleichzeitig eine Chemo macht. Das ist wieder das Prinzip des Krankenhauses. Wenn ich was Gutes mache, muss ich gleichzeitig was Schlechtes mit reinballern. So ungefähr wie Vitamin D. Vitamin D sollte man am besten mit Magnesium geben im Krankenhaus. Wenn du wirklich einen akuten Vitamin D-Mangel hast, geben sie dir Vitamin D mit Calcium, was die meisten durch die ganzen Milchprodukte sowieso schon zu viel haben. Und dann verstopfen die das Arteriensystem und es kann tatsächlich sogar Negativeffekte dann haben. Okay, jetzt schauen wir mal, wo ist Gold denn heute überhaupt noch drin? Was sagt Dr. Brian Clement? Und da sehen wir, also erstmal hier nochmal bei Mangel, Gefühlsschwankungen, Panikattacken, Gleichgültigkeit, Depression, Entzündungen, Knochenschäden, Gelenkbeschwerden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir kaum mehr Gold im Boden haben, sehen wir hier... Gar kein Gold mehr im Boden. Also auf dem heutigen Acker kann ich euch garantieren, ist kein Gold mehr. Ja. Und allein, selbst ihr denkt jetzt vielleicht, das wäre ineffektiv oder irgendwas für die Landwirtschaft, Gold zu düngen. Aber wenn die, wenn man wirklich wirtschaftlich denken würde, ein Staat wirklich wirtschaftlich denken würde, dann würden die so viel Gold in den Boden packen von heute auf morgen, weil dadurch wird der IQ steigen, die Teilnahmslosigkeit, hier haben wir auch Teilnahmslosigkeit. Wie oft in den Schulen seht ihr es heute im Vergleich zu früher, dass die Leute da sitzen oder generell bei Veranstaltungen und so weiter, sie sitzen da, haben eine Teilnahmslosigkeit, sie haben eine gewisse Gleichgültigkeit und gucken einfach nur zu. Sie sind lahm, ja, was interessiert es mich, soll ich jetzt dazu was sagen, ja, nein. Und das ist gerade das, was ich auch was ich vorhin beschreiben wollte, was ich nicht so richtig ausdrücken konnte, dieses Euphorisieren, ja, diese Lebendigkeit, genau, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Gold bringt auch eine gewisse Lebendigkeit und wenn wir dieses eben wieder in unsere Äcker, in unsere Böden bringen wollten, wie würde unsere Jugend aussehen innerhalb von 10 Jahren? Wie würde unser Arbeitsleben weitergehen? Wie würden sich die Leute weiterentwickeln? Was das an wirtschaftlichen Auswirkungen hätte auf das Land, wie viele neue Ingenieure, wie viele neue Erfinder gäbe es, wenn wir Gold düngen würden. Also wirtschaftlich gesehen wäre es einfach ein Muss. Selbst der Kostenaufwand ist nichts im Vergleich dazu. Es werden so viel Mist subventioniert, ja, was im Endeffekt eine Verzerrung des Marktes ist, ja, anstatt solche sinnvollen Maßnahmen wirklich, was nachweislich ist, zu machen. Und jeder von euch, der einmal Gold ausprobiert hat, weiß es. Und jeder, der es noch nicht probiert hat, sollte es mindestens einmal probieren. Denn die Effekte sind wirklich unglaublich. Als ich das erste Mal Gold genommen habe, das war wirklich so ein, ja, wie so ein...
Man ist auf einmal, man ist in einem anderen Zustand. Absolut. Man ist in einem anderen Zustand. Also. Basilikum ist ja auch zum Beispiel eine heilige Pflanze. Deswegen kann ich mir, also es gibt ja bestimmten Basilikum, der auch sehr, sehr viel Gold anreichern soll. Da kann ich mir das vorstellen. Und was ich hier vielleicht noch ergänzen würde als Lebensmittel, natürlich kann man mit diesen Dingen jetzt keine Hochdosen Gold auffüllen und diese Effekte erzielen, wie wenn man jetzt mal wirklich hochdosiertes kolloidales Gold zu sich nimmt. Was ich aber hier noch hinzufügen würde, wäre Löwenzahn. Nämlich Löwenzahnblüten sollen auch besonders viel Gold anreichern aus dem Boden. Fantastisch, super. Ansonsten seht ihr mal wieder die Methode, die wir sonst beschreiben mit Basilikum oder Getreidegras. Einfach mit diesem kolloidalen Gold düngen, dürfen wir euch legalerweise empfehlen. Wir nehmen uns, ihr seht, die Flasche ist leer, Leute. Das ist auch eines der wichtigsten Maßnahmen, die ihr euch vornehmen solltet. Wenn ihr sowas zu Hause habt, nehmt es kontinuierlich mal über einen gewissen Zeitraum. Ihr müsst es nicht euer Leben lang nehmen, aber dass ihr Effekte merkt, mal jeden Tag ein paar Tropfen über den Tag verteilt, dann werdet ihr sehen, wow, das ist eine eigene Studie, die ihr mit eurem Körper machen könnt. An dieser Stelle, Leute, ich hoffe, wir konnten euch genug inspirieren, um mal zu mehr Gold, mehr Licht, mehr Freude, mehr Glückseligkeit, mehr geistige Vitalität in euer Leben zu bringen. Und denkt dran, eure IQ nimmt massiv zu. Also eine Einladung hierzu, nochmal unten in die Infobox zu schauen. Da haben wir einige Links für euch, die ganz, ganz spannend sein sollten. Und speziell zur Weihnachtszeit Weihrauch, Myrrhe und Gold anwenden, kann ich wirklich nur empfehlen. An dieser Stelle hast du noch was hinzuzufügen? Ah, ein Bild noch vielleicht. Ein magisches Bild von Gold. Ich will kein magisches Bild zeichnen. Ich will einfach nur ein Bild zeichnen. Was ist denn, wenn man jetzt so an Gold denkt, was ist da die Farbe, was ist das? Und da würde ich definitiv sagen, man sieht ja hier schon, es ist gelb. Es ist die Maßnahme aller Möglichkeiten. Es ist die Teilnahme, die Aktivität, etwas umsetzen zu wollen und wirklich in die Möglichkeiten reinzugehen. Wie wir schon gesagt, bei Kleingold hat man eine Timelapse-Losigkeit. Wenn man viel Gold hat, hat man ein Bedürfnis, sich an den Dingen, die man umsetzen möchte, zu beteiligen und hat auch gleichzeitig die Energie dazu. Denn, wie ich schon gesagt habe, Gold steigert extrem dieses Sauerstoff im Hirn. Wir können viel besser nachdenken, wir können viel besser Prozesse verarbeiten. Wir haben eine ganz andere Auffassungsgabe und eine ganz andere Motivation, irgendwas Neues zu lernen. Es bringt mehr Sauerstoff ins Blut, wir haben eine größere Leistungsfähigkeit. Wir sind besser drauf, ja, es ist ein Allrounder, muss ich sagen. Probiert's aus, Joker. Was sollen wir noch viel erzählen? Probiert's aus. Probiert's einfach aus, Leute. In diesem Sinne, danke dir für die Expertise, Moritz. Wir sehen uns im nächsten Video. Es geht heiß her mit weiteren Mineralien. Ich weiß gar nicht, was haben wir jetzt alles noch an Mineralien vor? Jetzt würde ich ganz gern Kobalt machen. Kobalt. Also nächste Sendung, wahrscheinlich Kobalt, Leute. Ja, wir machen die nächste Sendung. Kobalt, macht euch gefasst auf eine tolle Sendung und viel Spaß mit der Einnahme. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen rohveganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.